Ich möchte heute weitermachen, durch Römer 1 zu predigen und heute über die Verse 8 bis 9. Und der Titel der Predigt ist, wenn das Evangelium Feuer fängt. Und in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass es ein Text ist, der mich herausfordert, wie in letzter Zeit kaum ein anderer Text, der nicht nur mich bewegt hat, sondern mich herausgefordert hat, der mein Herz bewegt hat und mir einen Spiegel vor die Augen gestellt hat, was mein Leben betrifft, was die Gemeinde betrifft. In Versen 1 bis 7 in der Einleitung, in der Begrüßung von Paulus, haben wir betrachtet, wie groß das Evangelium ist, wie herrlich das Evangelium ist. Die Herkunft des Evangeliums in der Ewigkeit, das Zentrum des Evangeliums über seinen Sohn und die Auswirkungen des Evangeliums, dass wir zu Geliebten Gottes wurden, zu berufenen Heiligen, zur herausgerufenen Versammlung, die heilig gemacht wurde und heilig leben soll. Und ab Vers 8 bekommen wir mehr Einblick in Paulus Leben, in Paulus Beziehung zum Heiligen Geist und das, was Gemeinde wirklich ausmacht. Wir werden mit hineingenommen in seine Beziehung zum Heiligen Geist und seine Beziehung zur Gemeinde und was Gott unter Gemeinde versteht. Und so möchte ich lesen Vers 8 in Römer 1. Da lesen wir, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das Erste, was wir hier wahrnehmen von Paulus, ist, dass er geistlich gesinnt ist. Er hat eine geistliche Perspektive auf alles. Was sein Herz antreibt, was ihn freut, was ihn dankbar macht, an der Gemeinde ist eine Sache, dass das Evangelium unter Menschen kommt. Und ironischerweise ist es in Gemeinde oft so leicht, die Perspektive für das Geistliche zu verlieren, sich ablenken zu lassen durch all das Äußerliche, was da ist. Ob das das Gebäude ist, die Musik oder der Entertainment-Faktor, dass wir abgelenkt irregeführt werden, was Gemeinde betrifft, was Gemeinde ist, durch Methodiken, durch menschliche Wünsche, zu einem Ziel hin, wo wir sagen, das ist das, wie ich mir eine großartige Gemeinde vorstelle. Aber wie sieht eine großartige Gemeinde aus Gottes Sicht? Da geht es nicht um mein Engagement. Nicht um mein Talent, nicht um dieses Gebäude, nicht um ein Konzept, nicht um eine Idee oder eine Methodik. Was weckt Paulus Aufmerksamkeit? Auf keinen Fall irgendein Gebäude, denn damals hatten sie noch nicht mal ein Gebäude. Sie waren in Häusern oder im Untergrund, je nachdem wie stark die Verfolgung war, aber sie hatten gar kein Gebäude. Nein, man traf sich in den Häusern, man sang Psalmen, man predigte das Wort, man betete, man feierte das Mahl des Herrn. Pflegte Gemeinschaft und die Frucht all dessen durch den Heiligen Geist kam ganz automatisch in den Alltag hinein. Auf so einfache Weise wurde der Glaube dieser Gemeinde in ganz Rom bekannt. Und daran freut sich Paulus, an einer Gemeinde, die evangeliumszentriert ist, die tief im Wort schürft, sich davon verändern lässt und ihre Berufung erkennt, nämlich Gott durch ihre Leben zu verherrlichen. Über genau dieselbe Sache freut sich Paulus auch in 1. Thessalonicher 1, Vers 8. An sie schreibt er sehr Ähnliches, fast dasselbe, nämlich, es wird schon berichtet über euren Glauben, was soll ich noch dazu sagen? Er freut sich daran, dass ihr Glaube bekannt ist. Und der Glaube, der sich in unserem Leben auswirkt, der gehört zur Gemeinde, weil Gemeinde nicht eine Mitgliedschaft ist, keine Institution oder ein Verein, es ist die Versammlung der Heiligen, der Herausgerufenen, ausgesondert, das haben wir das letzte Mal in Vers 6 bis 7 gesehen, ausgesondert für den Dienst am Herrn, für seinen Namen. Das Wichtigste in der Gemeinde ist die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Was Gemeinde ausmacht, ist ein Volk, das seinen Gott kennt, in Beziehung mit ihm lebt. Ein Volk, das nicht nur einen Glauben besitzt, der sie vor der Hölle bewahrt, sondern einen Glauben, der ihr Leben umkrempelt. Wir wachsen in unserer Beziehung mit Gott hin zu einem Glauben, der uns zu wandelnden Zeugnissen machen soll. Heutzutage hört man öfter, dass gesagt wird,
Religion und Glaube soll Privatsache sein. Da kannst du ja gerne dran glauben, ist ja schön, wenn du an was Höheres glaubst oder was auch immer du glaubst, aber behalt's doch für dich, das musst du nicht an die große Glocke hängen. Aber erzähl das mal der Gemeinde in Rom. Und daran freut sich Paulus. Er freut sich daran. Er ist so dankbar, dass er sagt, ich danke meinem Gott für sie. Er sagt nicht, ich danke euch für das, was ihr seid. Er sagt nicht, ich danke euch für die Art und Weise, wie ihr lebt. Nein, er dankt Gott für das, was sie sind. Weil was sie sind, sind sie durch die Gnade Gottes geworden. Er dankt Gott für das, was sie tun, weil Gott derjenige der ist, der ihre Herzen in Brand setzt, weil er sie gerufen hat durch das Evangelium, weil er sie befähigt hat, es zu teilen. Er dankt Gott für sie und zeigt, dass Gott der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und der Frucht ist, die wir bringen. Gott gebührt die Ehre für alles Gute, was durch uns gewirkt wird. Er dankt Gott für ihren Glauben. Nicht, weil sie eine Art Superglauben haben, der ganz besonders, ganz anders nochmal ist. Nein, er dankt Gott einfach, dass sie gläubige Christen sind, deren Glaube in ihrem Leben einen Unterschied macht. Deren Glaube von Menschen gekannt wird, verkündigt wird, sichtbar wird, indem ihre Leben verändert werden. Es ist nicht der Glaube als eigenständige Sache, als getrennte Sache von meinem Alltag, dass ich sage, das ist mein Job, das sind meine Hobbys, was auch immer, und dann habe ich meine stille Zeit mit Gott. Lese ich Bibel, bete ich. Das sind wunderbare und wichtige Sachen, aber sie sollten nicht einfach getrennt von dem sein, was ich sonst tue. Es ist nicht getrennt von meinem Alltag. Wir sprechen eigentlich immer vom Glaubensleben. Und Glaubensleben bedeutet, dass mein Glauben meinen Alltag flutet. In meiner Beziehung zum Herrn. Es ist klar, dass ich nicht überall stille Zeit machen kann, darum geht es gar nicht. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich den Tag, jeden Tag mit dem Herrn lebe, starte und beende mit dem Herrn, mit ihm durch den Tag gehe, oder ob ich sage, ich lebe meinen Tag irgendwie, es stehen nervige Sachen an, ich bin mürrisch aufgewacht, ich gehe da jetzt irgendwie durch und dann am Ende des Tages habe ich noch meine Zeit mit dem Herrn. Es ist gut, dass du Zeit mit dem Herrn hast, aber er will deinen Alltag verändern in der Beziehung mit ihm. Aufzuwachen, zu erkennen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und es nicht nur zu erkennen, sondern Gott zu begrüßen in diesem Tag und all das, was mich bewegt, vor ihn zu bringen. Wenn ich ins Auto einsteige, weiter mit ihm zu reden, über ihn nachdenken, über das Wort meditieren, mich verändern lassen durch den Heiligen Geist. Und du wirst feststellen, dass die Begegnungen und die Art und Weise, wie du mit Dingen umgehst, sich ganz automatisch ändern, weil du mit deinem Herrn in Beziehung lebst, ganz natürlich. Paulus dankt ihnen, dass überall von ihrem Glauben gesprochen wird. Wissen die Menschen, mit denen ich zu tun habe, von meinem Glauben, meiner lebendigen Hoffnung? Strahlt die Art, wie ich lebe, diese lebendige Hoffnung aus? Ich stelle mir diese Frage beim Lesen dieses Textes, weil mich diese Worte so bewegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich habe Sehnsucht danach, dass es über uns gesagt wird. Nicht, damit die Gemeinde irgendwie bekannt wird, darum geht es gar nicht, sondern dass Gott verherrlicht wird durch unsere Leben, durch unseren Glauben. In der ganzen Welt wird er verkündet. Das meint nicht, dass jeder Mensch auf der Erde damals wusste, dass die kleine Gemeinde in Rom den Glauben an das Evangelium hat. Das meint die bekannte und zivilisierte Welt zur damaligen Zeit. Es meint das Römische Reich, das Gesamte, im Gesamten, die Städte im Römischen Reich. Sie wussten vom Glauben der Gemeinde in Rom. Und es erbaut und ermutigt all die anderen Gemeinden. Denn sie hören davon, dass Gott seine Gemeinde baut, selbst in Rom. Zentrum des Römischen Reiches, Hauptstadt. Nicht weit vom römischen Palast versammelt sich das Volk Gottes. Und die größten Boshaftigkeiten, die schrecklichsten Gottlosigkeiten, falsche Religion und heidnische Götter, alles ballte sich in Rom, die gesamte Gesellschaft war davon durchdrungen. Und an solch einem höllischen Ort stellt es für Gott gar kein Problem dar, sein Reich zu bauen.
Es stellt gar kein Problem für ihn dar, dort Menschen aus der Finsternis zu rufen, Licht in die Finsternis zu bringen. Genau da an diesem Ort treffen sich die Heiligen in Häusern und feiern die Gnade und Liebe Gottes. Und es ist eine Freudenbotschaft für all die anderen Gemeinden an anderen Orten. Es war der Beweis dafür, dass das Evangelium auch für die Heiden da ist, wenn es selbst an so einem Ort Frucht bringt. Und auch wir werden durch diese Worte ermutigt. Es zeigt uns, Gott ist nicht abhängig von den Umständen, um sein Werk zu tun, um seine Gemeinde zu bauen. Er hat diese Gemeinde ins Leben gerufen. Er hat diese Gemeinde ins Leben gerufen. Diese Gemeinde gehört nicht der Leiterschaft, sondern Gott. Wenn dem nicht so wäre, wäre es auch keine Gemeinde. In Rom ruft Gott eine Gemeinde ins Leben. Und alle Wege führten damals nach Rom. Es war der Mittelpunkt des Handels, des Geschäftslebens. Und alle, die in diese Stadt kamen, haben das Zeugnis der Gemeinde gesehen, ihren Glauben, ihren lebendigen, brennenden Glauben, brennend im Geist. Und sie nahmen das Zeugnis mit in ihre Heimat. Es hat sich ganz automatisch verbreitet, verkündigt, weil ihr Glaube so anders war, weil ihr Glaube so echt war, weil sie ihren Glauben auslebten. Das einzig Zentrale für die Gemeinde war das, was Paulus schon in Vers 1 bis 7 gezeigt hat, das Evangelium Gottes. Und darin verwurzelt zu sein, darin zu leben. Und da erlebte die Gemeinde in Rom, das Wort Gottes, das Evangelium Gottes ist nicht aufzuhalten. Es ist nicht aufzuhalten. Und dieser Vers gibt uns einen Blick auch für die globale Gemeinde Gottes, weil wir oftmals nur auf unseren Tellerrand beschränkt sind, und nur auf das schauen, was direkt in unserem Umfeld ist. Und ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, aber im Iran ist momentan Erweckung. Schon seit längerer Zeit, aber momentan ganz besonders. Gleichzeitig auch schreckliche Verfolgung. Aber es ist genau dasselbe. An einem Ort, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. In einer islamistischen Diktatur sprießt das Evangelium. Nicht, es hat ein bisschen Auswirkungen, nein, besonders an so einem Ort sprießt das Evangelium. Und ich kann nicht aufhören, mich darüber zu freuen. Oftmals denken wir, die politische Lage muss sich erstmal ändern. Es kann ja nicht sein, dass da eine andere Religion im Prinzip den Haupteinfluss hat. Da muss sich erstmal was ändern. Nein, für Gott muss sich nicht erstmal was ändern. Gott ist nicht abhängig von den Umständen für sein Werk. Es gibt keinen Grund für Pessimismus im Reich Gottes. Es gibt keinen Grund dafür. Nicht wenige Christen sind enttäuscht und verbittert aufgrund der Gemeinde. Einerseits, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber andererseits auch oftmals, weil Gemeinden nicht so sind, wie sie sie für richtig halten. Wenn nicht alles so läuft, wie sie es für notwendig halten, dann geben sie den Glauben an die Gemeinde auf. Aber wenn ich sehe, wie Paulus an eine Gemeinde wie Korinth schreibt, dann erkenne ich, dass er ein Vertrauen auf Gottes Werk hat, auf Gottes Herrschaft hat. Dass egal, wie die Situation aussieht, egal welche Irrwege und welche Fehler die Gemeinde gehen und machen sollte, er trotzdem weiterbetet und dient im absoluten Vertrauen, im absoluten Glauben darauf, dass Gott sein Reich baut. Dass Gott sein Reich baut. Nicht, weil er der großartige Apostel ist, sondern weil Paulus eines zutiefst begriffen hat. Es ist der Leib Christi und der Bau seines Reiches liegt alleine in seiner Hand. Und so geht es nicht um deinen Glauben an die Gemeinde, sondern um deinen Glauben an den Herrn der Gemeinde. Und der Herr der Gemeinde benötigt mich nicht, um sein Reich zu bauen. Und das ist nicht eine schlimme, eine schreckliche Botschaft, das ist eine wunderschöne Botschaft. Er benötigt mich nicht. Ich darf ihm dienen, ich bin mit hineingenommen, aber er benötigt mich nicht, um sein Reich zu bauen. Durch Jahrhunderte hindurch sind Ideologien, Reiche, Herrscher aufgetreten, die die Gemeinde, das Volk Gottes verfolgt haben, durch die ganze Geschichte hindurch. Und Reich nach Reich ist untergegangen, Ideologie nach Ideologie ist untergegangen, aber die Gemeinde Gottes versammelt sich auch heute noch in Scharen und betet ihren Gott an.
Der Herr baut sein Reich. Und wenn der Christ seine Augen für die Herrschaft Gottes in den Herzen der Gläubigen öffnet und erkennt, dass auf der gesamten Welt der Herr Menschen ruft aus der Finsternis, dann ist es immer Grund zur Freude. Selbst wenn unsere Geschwister unter Verfolgung leiden, liegt selbst darin eine Zusage und Verheißung. Er dankt Gott, dass ihr Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt, darin steckt noch etwas, was besonders wichtig ist für uns. Es gab keine Zeitung, kein Telefon, kein Radio, kein Fernseher, keine Werbung. Die wichtige Lektion für die Gemeinde Gottes in diesem Vers ist, eine Erweckung braucht keine Werbung. Wenn wir in die Geschichte der Kirche schauen, in die verschiedenen Erweckungen, zum Beispiel die in England und Amerika, diese große, wo auch George Whitefield genutzt wurde, dann erkennen wir, dass der Heilige Geist da so mächtig wirkt, dass nicht nur davon erzählt wird, nein, er zieht sogar die Menschen, dass sie kommen. Er überführt sie, dass sie erkennen, wir gehen verloren und wir brauchen Rettung. Und sie hören von diesem Prediger und wenn es Tagesreisen sind, dann machen sie das, dann reiten sie so lange, ohne Pause. Und auf dem Weg dorthin begegnen sie immer mehr Pferden, hunderten von Pferden, die alle dorthin reiten, weil der Heilige Geist sie bewegt hat. Und bei der Predigt bekehren sich Zehntausende von Menschen, fallen auf die Knie und beten Gott an. Ohne jegliche Werbung. In der Kirchengeschichte war es bei Erweckungen immer so, dass es völlig irrelevant war, wie klein die Stadt war, wie schäbig das Gebäude war oder ob die Gemeinde nur eine Handvoll Mitglieder hatte. Die einzigen Gemeinden, die in der Offenbarung nicht getadelt werden, Smyrna und Philadelphia, entsprechen nicht dem, was wir unter einer schönen Gemeinde verstehen würden. Es sind auch keine Mega-Churches, fern davon. Es geht um das, was Paulus hier sagt. Ein brennendes Herz für das Evangelium. So brennend, dass selbst wenn Leid kommt, selbst wenn Verfolgung kommt, der Christ sich weiter an Christus klammert und Gott verherrlicht wird. Der Heilige Geist und das Evangelium sind alles, was die Gemeinde benötigt. Und Gott liebt es. Er liebt es, sich in und durch eine Gemeinde zu verherrlichen, die das erkennt, weil ihm dabei alle Ehre zukommt. Das ist Erweckung. Das war Pfingsten. Gott ist der, der die Kunde verbreitet. Und die Kunde verbreitet sich wie ein Buschfeuer. Sein mächtiges Werk und die Errettung und Heiligung sprechen für sich selbst. Wie wäre die Gemeinde doch gesegnet, wenn sie aufhören würde, zu versuchen, das Reich Gottes selbst zu bauen? Das Scheinwerferlicht immer auf Menschen zu richten und so zu tun, als wäre alles schon geschehen, anstatt zu hungern und zu erkennen, der Herr baut sein Reich. Wie wäre die Gemeinde doch gesegnet, wenn sie allein auf eines vertrauen würde, allein sich nach einem ausstrecken und sehen würde, nämlich die Leitung und Kraft des Heiligen Geistes. Der Glaube, die Hingabe und das Zeugnis der Gemeinde in Rom scheinten wie Sterne am Himmel für alle Reisenden. Sie brauchten keinen Livestream, sie brauchten keinen Podcast. Nicht, dass diese Dinge schlecht sind, das sage ich nicht. Aber wie oft ist es so, dass wir sagen, das ist essentiell. Wenn wir das nicht haben, wie soll es denn dann funktionieren? Aber das stimmt nicht. In den ersten Jahrhunderten wurde auf ganz einfache Weise für das Christentum geworben. Die Leben der Christen waren die Werbung. Sehnt ihr euch nicht auch nach so einem mächtigen Wind des Heiligen Geistes, der hier durchfegt, dass unsere Leben zu wandelnden Zeugnissen, zu Werbeplakaten für die Herrlichkeit Gottes werden? Es ist mein Gebet, dass wir die Gnade Gottes in so einer Weise erleben, dass von unserem Glauben in aller Welt gesprochen wird und Gott alleine die Ehre bekommt. Wenn das Evangelium Feuer fängt, kann Glaube nichts Privates bleiben. Wenn das Evangelium Feuer fängt, wird unser Leben zu einer Werbung für Gottes Herrlichkeit. In Vers 9
sagt Paulus weiter am Beginn von Vers 9, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Er dient dem Evangelium seines Sohnes, des Sohnes Gottes, dem Evangelium Gottes. Paulus hat verstanden, dass er auf dieser Erde ist, um Gott zu dienen. Wir alle wurden gerettet, um Gott zu dienen. Es ist richtig und wichtig, dass wir gerettet wurden, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn zu genießen. Aber das führt automatisch dahin, dass wir es genießen, ihm zu dienen. Was wir empfangen haben und genießen, soll weitergegeben werden. Das Leben des Christen soll sein wie ein Strom, wie ein Fluss. Alles, was er empfängt, soll weitergegeben werden. Was er empfängt, soll ein Segen für andere sein. Das Leben des Christen soll nicht sein wie so ein Sumpf, abgeschottet von der Welt, abgeschottet von der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und alles, was ich von Gott empfange, behalte ich für mich. Unser Glaubensleben, darum geht es, dass der Glaube den Alltag flutet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott durch unser Leben zu dienen, ist Teil unseres Gottesdienstes, unserer Anbetung. Und was den Gottesdienst angeht, unseres Lebens, wird kein Christ jemals in Rente gehen. Das ist unser wahrer Job auf dieser Erde, Gott zu dienen. Deshalb sind wir noch auf dieser Erde. Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Unser Leben soll ein Opfer sein, ein Wohlgeruch für Gott. Alles, was wir im Blick auf Gott tun, zu seiner Ehre tun, ist ein Akt der Anbetung. Und das Zentrale an Paulus' Dienst, an dem Evangelium war, dass er in seinem Geist diente. Was bedeutet, dass Paulus nicht in seinem Fleisch diente? Was bedeutet im Fleisch? Was wäre fleischlich? Der Kern des fleischlichen Dienstes ist, sich selbst darstellen zu wollen. Das Fleisch will sich immer selbst präsentieren und rühmen. Das Fleisch sieht nur sich selbst und ist sehr gemütlich, was andere Menschen angeht. Und nichts verärgerte Paulus bei der Gemeinde in Rom mehr als ihre fleischliche Art, nämlich geistlicher sein zu wollen als die anderen. Parteiungen zu starten, verschiedenen Predigern nachzugehen und zu sagen, wir sind die von Paulus, wir sind die von Apollos. Aber wie schnell kann sich das auch bei uns einschleichen, sodass wir den Blick für den Dienst des Geistes verlieren. Dienst des Geistes und Dienst im Geist. Den Blick für das Ewige, den Blick für die Berufung der Gemeinde. In jedem Dienst der Gemeinde, in jedem Gespräch der Gemeinde kann es sich einschleichen und größer werden, dass es um mich geht. Zu sagen, ich will gesehen werden. Die Leute sollen doch sehen, was ich mache in der Gemeinde. Wie ich diene, was ich kann. Werde ich geehrt, werde ich gesehen, was ist mit meinen Begabungen? Aber Gott hat viel mehr Gefallen an einem schiefen Gesang im Lobpreis, der sich völlig in der Anbetung verliert, als an einem durcharrangierten Lobpreis, wo wir uns am Ende alle beglückwünschen, wie gut wir das gemacht haben. Er hat viel mehr Gefallen an einem Prediger, der stammelt und durcheinander kommt, aber sich völlig auf das Wort Gottes konzentriert und verlässt und auf den Heiligen Geist, als an einem Entertainer, der seine Versammlung verzaubern kann. Er segnet den Dienst des Geistes, den Dienst im Geist. Und der Dienst im Fleisch steht dem völlig entgegen. Gott segnet diesen nicht, Gott widersteht diesem, weil es ein Dienst des Hochmutes ist. Und Hochmut fängt da an, wo ich glaube, ich könnte etwas ohne den Heiligen Geist zustande bekommen. Und hier fordert uns das Wort Gottes heute Morgen heraus, genau hier, ein Leben im Geist zu führen, Gott im Geist zu dienen, völlig abhängig von ihm, meinen Nächsten im Blick und völlig ihm zur Ehre. Ich habe die Situation im Iran erwähnt, der Gemeinde im Iran.
wie sehr Gott dort wirkt. Und man könnte sich fragen, warum ist das so? Heutzutage fragt man schnell in der Gemeindelandschaft, was ist ihr Konzept? Und die Antwort zeigt, wie lächerlich die Frage ist. Sie machen es genauso wie die Gemeinde in Rom. Es ist die Gemeinschaft der Erlösten, ohne eine riesige Leiterschaft, ohne ein Gebäude, ohne Werbung. Sie dienen Gott in Einheit und lassen sich alleine vom Heiligen Geist leiten. Sie leben in Gemeinschaft, Anbetung, dem Wort Gottes, der Lehre. Und tausende von ungläubigen Menschen folgen Jesus nach. Obwohl das bedeutet, dass sie jeden Tag damit rechnen müssen, wenn sie aus der Tür gehen, dass sie gefangen genommen werden, gefoltert werden, vergewaltigt werden, umgebracht werden. Verfolgung führte sie an den Punkt zu erkennen, was in der Gemeinde und in Gottes Reich wirklich zählt. Verfolgung reinigte sie sozusagen von ihrer Fleischlichkeit. Sie leben nicht mehr mit Blick auf dieses Leben, sondern auf das nächste. Und das Ziel, ihr Herzensziel ist, dass die Ernte groß sei, dass möglichst viele Menschen sich bekehren und Jesus nachfolgen. Kurz gesagt, sie dienen im Geist, nicht im Fleisch. In ihrer Situation konzentrieren sie sich nur noch auf das Fundament des Evangeliums. Und jetzt werden wir in Deutschland nicht verfolgt und daran dürfen wir uns auch freuen, keine Frage. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb nicht von der Gemeinde in Rom und der Gemeinde im Iran lernen sollten. Denn wir sollten nicht erst so leben, wenn Verfolgung anfängt. Die Grundlage von Gemeinde hat sich nie geändert. Sie ist der herausgerufene Versammlung, um ihm im Geist zu dienen und von ihm zu zeugen. Wie viel mehr sollte die Gemeinde im Westen in so einer Weise leben und erkennen, wozu sie da ist, bevor Verfolgung anfängt? Mit dem Blick auf die Gemeindelandschaft im Westen fragt man sich nicht selten, ob man nicht irgendwie eingeschlafen ist für die Realität, dass Menschen in ewige Verdammnis gehen. Man nicht irgendwie eingeschlafen ist dafür, was Gemeinde eigentlich ausmacht. Sekundäre Lehrfragen spalten die Einheit, man passt die Gemeinde der Welt an, man ist politisch engagiert, will Erfolge sehen, Menschen abholen. Es gibt so einen Personenkult um Sprecher und Lobpreisbands, Neid und Wettkampf. Es sind Zeichen einer fleischlichen Gemeinde. So sehr auf das Diesseits bezogen, so sehr auf das Diesseits ausgerichtet. Selbst im christlichen Bereich Bücher geschrieben werden wie Live Your Best Life Now. Hier auf dieser Erde, das ist dein bestes Leben, mach das Beste draus. So ein Unsinn. Jesus sagt uns, dass wer sein Leben auf dieser Erde hasst, ewiges Leben hat. Komplettes Gegenteil. Die Lebensplanung ist in der Gemeinde im Westen wichtiger geworden als der Auftrag. Und wir fragen uns, warum es geistlich so trocken ist, anstatt in den Spiegel zu schauen. Das sind Zeichen einer fleischlichen Gemeinde und die kleinsten Anzeichen von Leid und Verfolgung führen bei einer fleischlichen Gemeinde dazu, dass sie sich vom Glauben abwenden. Die fleischliche Gemeinde hält der Reinigung von Leid und Verfolgung nicht stand, sondern beugt sich der Welt und dem Teufel. Man tut oft so, als gäbe es ein Geheimnis für den Gemeindebau, als wäre es eine Geschäftsidee. Aber Paulus weckt hier die Christenheit auf mit diesen Worten, indem er im Prinzip sagt, das ist alles, was Gemeinde braucht, nämlich das Evangelium Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Er im Prinzip zu jedem einzelnen Christen neu sagt, wach auf und erkenne, um was es geht. Das ist nicht komplex, es ist ganz einfach. Und es richtet sich völlig auf Gott aus, völlig auf sein Wort. Lassen wir doch Gott seine Gemeinde bauen. Und was wir tun ist, wir dienen ihm in Hingabe und Abhängigkeit, im Geist.
In 1. Korinther 2, Vers 3 bis 5 lesen wir: Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Von seinem Können ausgehend hätte Paulus unendlich viel von Philosophie erzählen können. Und er wusste auch, dass die Korinther in ihrem Fleisch daran interessiert gewesen wären, aber er gab ihnen stattdessen etwas anderes: den Geist, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er hätte eloquent predigen können, gar keine Frage, aber er tat es nicht. Er predigte lieber Christus als den Gekreuzigten. Und deshalb verachteten ihn einige in der Gemeinde. Und als Apollos dann kam und auf eine andere Weise gepredigt hat, nicht falsch, aber die Persönlichkeit von ihm sie mehr angesprochen hat, ihr Fleisch mehr angesprochen hat, sagten sie: Das ist unser Mann. Und Spaltung hat begonnen in der Gemeinde. Aber Paulus wusste, dass es nur um eines geht: die Erweisung des Geistes. Paulus will auf keinen Fall zwischen der Botschaft und den Menschen stehen. Und in Zeiten von Motivationspredigten rüttelt uns sein Dienst auf. Denn er sagt uns: Es bedarf nicht deines Selbstbewusstseins, sondern der Erweisung des Heiligen Geistes, des Feuers des Heiligen Geistes. Wir benötigen keine Seminare dafür, wie wir effektiv Zeugnis geben können. Wir benötigen die Kraft des Heiligen Geistes. Dein Zeugnis ist klar, das ist das Evangelium Gottes. Dein Zeugnis ist die lebendige Hoffnung, die in dir wohnt. Was du brauchst, was ich brauche, ist die Befähigung, die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen zu sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Missionsbefehl, Menschen zu taufen, Menschen zu Jüngern zu machen und sie alles zu lehren, was Jesus gelehrt hat, ist zentral, gar keine Frage, völlig zentral für die Gemeinde, aber nicht ohne Kraft. Es geht nicht nur um unseren Eifer, auch Eifer kann fleischlich sein. Die Kraft des Heiligen Geistes zeichnet einen Dienst im Geist aus. Autorität, Vollmacht, ein geistlicher Eifer. Wir benötigen die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen zu sein. Ohne sie sind wir Befürworter des Evangeliums, aber nicht Zeugen. Ohne sie sind unsere Worte ineffektiv und das Zeugnis unseres Lebens schwach. Es geht um einen Eifer für das Haus Gottes, für das Volk Gottes, für die universale Gemeinde, die Ausbreitung seines Reiches. Ein göttlicher Eifer, angefacht durch die Flamme des Heiligen Geistes. Und mein Gebet ist es, dass uns diese Flamme völlig ausfüllt, das Evangelium in Brand setzt in uns, uns befähigt, uns bewegt und uns reinigt von aller Selbstsucht, Geltungsdrang, Fleischlichkeit, sodass unser Glaube auf Gottes Kraft beruht und verkündet wird in der ganzen Welt, in der ganzen Umgebung. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns in Brand setzt. Dass du dein Wort, dein ewiges Evangelium über deinen Sohn in Brand setzt in uns, Herr. In jedem Bereich. Heiliger Geist, ich bitte dich um dein Werk jetzt gerade, dass du unseren Alltag flutest, Herr. Flutest, Herr, mit deiner Gegenwart, mit einem Hunger nach dir, in einer Beziehung mit dir zu leben, die ein Segen für all die Menschen um uns herum wird. Herr, das ist das größte Geschenk, die größte Hoffnung, alles, was wir benötigen, nicht Privatsache ist, sondern ein Segen für all die, die mit uns zu tun haben.
durch die Kraft deines Heiligen Geistes, durch die Erweisung des Geistes in Kraft. Ich bitte dich um diese Gnade, Herr. Ich bitte dich, komm und flute diesen Raum, unsere Herzen, jetzt gerade, Herr. Nimm weg, Herr, was da nicht sein soll, auch wenn es weh tut. Und lass uns erkennen, Herr, zu was wir berufen wurden, was der Leib Christi ist, wer deine Braut ist und um was es geht. Die Ewigkeit steht auf dem Spiel. Herr, form du deine Gemeinde durch die Kraft deines Heiligen Geistes und zu deiner Ehre. Wir sind schwach, Herr, aber du bist stark und wir brauchen dich, Herr. Können wir gemeinsam aufstehen? Und lasst uns doch beten für unsere Geschwister, die verfolgt werden. Herr, ich danke dir, dass du der Herr der Gemeinde bist. Und ich danke dir, dass du dein Reich baust an Orten, Herr, wo wir es uns nicht vorstellen können. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort nicht aufgehalten werden kann, Herr. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Geschwister segnest, Herr. Ich bitte dich, dass du ihnen beistehst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass ihre Leben, Herr, zeigen, dass Christus das Höchste und Schönste ist, egal was ihnen angetan wird. Dass sie an dir festhalten, Herr. Schenk du Ausharren, Herr. Ausharren, Herr, in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Dass selbst in ihrem Leid, Herr, dein Name groß gemacht wird, Herr. Dass Menschen es sehen, diese Hingabe und Leidenschaft für deinen Namen, dass noch mehr sich bekehren, Herr. Und je mehr getrampelt wird, je mehr angegriffen wird dein Volk Gottes, Herr, desto mehr dein Evangelium verbreitet wird, Herr. Je mehr der Teufel wütet, Herr, desto mehr dein Name verherrlicht wird, Herr, weil dein Evangelium nicht aufzuhalten ist, Herr. Wir segnen sie in deinem Namen, Herr. Und bitten dich, Herr, gießt du deinen Geist aus über deine Gemeinde, Herr, weltweit, über uns, Herr, aber weit über diese Grenzen hinaus, Herr, zu deiner Ehre, für dein Reich, Herr, dass du, Herr, angebetet wirst und jedes Knie sich beugen wird, Herr. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. Wenn du dich jetzt fragst nach dieser Predigt, wie soll ich jetzt weiter ganz praktisch das umsetzen? Es ist nicht schwer, sondern wie das Lied, das wir eben gesungen haben, es ausdrückt. Nämlich in dieser Schwachheit, jeden Tag zu leben, sich dessen bewusst zu machen und sich dem Herrn hinzugeben, seinem Geist, dem Heiligen Geist. Es ist, der Heilige Geist wirkt da, das ist, was das Wort Gottes mir zeigt und was ich selber mehr und mehr erlebe, wo ich mich ihm hingebe und wirklich völlig ausliefere und unterordne und sage, du übernimm du die Führung. Ich weiß es nicht besser. Ich will es nicht besser wissen. Ich will von dir hören. Sich einfach ihm hinzugeben, auszuliefern, seinem Geist, dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Das Wort Gottes zu dir spricht, dass du das, ist mir heute Morgen so bewusst geworden. Ich habe ein Wort gelesen und dann dachte ich so in meinem Innern, Herr, ich will auf dein Wort hören, in dieser Haltung von Gehorsam. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, das ist schön, aber das ist deine Leistung. Und der Heilige Geist sagt zu mir, ich möchte in dir Ehrfurcht wirken vor meinem Wort. Weil wenn du Ehrfurcht hast, dann ist das kein Gehorsam, das ist etwas Heiliges. Und diese Ehrfurcht vor Gottes Wort und seinem Geist, sich einfach, und das ist ein tägliches, ich erlebe das für mich immer noch neu und weiter. Nämlich, da ist Wachstum nötig und das ist wie eine Gewohnheit, die nichts Schlechtes ist, sondern wichtig ist. Nämlich wirklich jeden Tag damit zu beginnen und unterm Tag, während deinem Tagesablauf, sich hinzugeben, sagen, Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Ich will es nicht besser wissen, ich will dein Wort hören, ich will Ehrfurcht vor deinem Wort. Und dann tut er es. Gott ist nämlich so gut, Halleluja. Den Segen empfangen, jeder für sich und wir alle
beten, singend, im Herzen singend für unsere Brüder und Schwestern, die hier sind. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. 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 Gott ist gut.